Servus Pyros, willkommen in diesem Video. Heute stelle ich euch die Moskito-Neuheit von StarTrade vor. Aus letztem Jahr müsste die schon gegeben haben. Oder sogar schon 2 Jahre, ich bin mir gar nicht sicher. Aber auf jeden Fall sind das Nachmache von den Leslie Moskitos. Wir werden die beiden natürlich vergleichen. Wir haben hier in den Moskitos haben wir 6 Stück enthalten. Ihr kennt die bestimmt, da muss ich nicht viel dazu sagen. Die Speedrunner haben 8 Stück drinnen. Ja, ich bin gespannt, Leute. Wir sehen uns draußen. So, wir sind jetzt hier draußen. Ich mache jetzt hier mal ein Stück im Hellen und danach auch noch dann natürlich im Dunkeln. Also hier die Moskitos, die kennt jeder eigentlich. Und hier haben wir die Speedrunner von StarTrade. Die schauen eigentlich ja, ganz genau gleich aus. Also hier gibt es keinen Unterschied. Wir starten mit dem Moskito. Das war wohl nix. Speedrunner hinterher. Yes. Direkt noch ein Moskito. Wahnsinns Power. Ja, also das kann immer mal passieren, dass die hängen bleiben. Machen jetzt direkt noch einen Speedrunner hinterher. Also wirklich, die sind exakt gleich eigentlich. Der war der Beste bis jetzt. Boah. So Leute, es ist jetzt fast dunkel. Es ist in der Dämmerung, ganz dunkel. Muss es gar nicht sein dafür. Wir zünden jetzt nochmal jeweils ein Stück von Moskitos und Speedrunner. Ich zünde jetzt hier heroben. Mal schauen, ob die auch gut aufsteigen. Das ist das Moskito. Der hat ja auch nicht so richtig viel Power, obwohl man die hinlegt. Das fällt mir bei den Moskitos auf, dass die nicht ganz so viel Power haben scheinbar. So, Speedrunner hinterher. Machen wir jetzt noch ein Moskito. So richtig begeistert war ich von denen jetzt noch nicht, muss ich sagen. Eine Chance haben sie noch. Ja, und zu guter Letzt nochmal Speedrunner. Da ist die Zündschnur noch kurz vorher stehen geblieben. Machen wir da noch eins. Absolut heftige Teile. Also Leute, das Fazit ist klar. Die Moskitos haben keine Chance gegen die Speedrunner. Einer ist ausgegangen von den Speedrunnern. Alle anderen hatten eigentlich, sie haben gut funktioniert und hatten auch massiv Power. Die Moskitos bleiben teilweise hängen oder machen nur zzzz. Aber die Speedrunner hier, die sind wirklich top. Ich kann die euch absolut empfehlen. Es sind auch die Moskitos nicht schlecht. Wenn ihr nur die bekommen könnt, könnt ihr euch die natürlich auch holen. Das ist einfach der Klassiker. Aber die Speedrunner haben ganz, ganz klar gewonnen. In diesem Sinne, Leute, danke fürs Einschalten. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Haut rein und ciao.